Thriller, Cocaine, Drugs, Diller, Gorilla, Bang, Bang, Berliner. Aggressiv, tiefer Bass, bis die Fenster vibrieren. Können wir ein bisschen über die Anfänge von Berlin Crime reden? Wie ging's da los? Ist das nicht auch so ungefähr in derselben Zeit jetzt? Ist, ja, also wenn wir so ein bisschen chronologisch gehen, dann kommt das so 97, Februar 97 haben wir Berlin Crime gegründet, BC. Wer genau? Du, Bossaro, Frost, wer hat welche Rolle gespielt? Genau, so ungefähr. Also das war so ein bisschen die Konstellation. So, ich stand ein bisschen für die Leute im Süden. Ich habe die Leute im Süden zusammengeholt. Die ASP-Leute haben die Leute aus dem Wedding rangeholt und dann ist das eigentlich eskaliert. Also ich habe dann noch ein paar Ossis dazu geholt, King Kerry von BND und so. Und dann ist das ist relativ schnell eine riesengroße Crew geworden. Das war aber auch das Vorhaben. Deswegen hießen wir auch BC, Berlin Crime. Wir haben lange irgendwie überlegt, wie wir uns nennen, welchen Namen wir uns geben. Und nach ein bisschen zwei, drei Gesprächen stand der Name eigentlich fest. Ja. Gab's so, wart ihr drei, die den Namen auch erfunden haben? Oder kannst du das noch zurückverfolgen? Ich glaube, Aro hat den erfunden, den Namen. Ja. Und das als Zusammenschluss eigentlich von allen. Es war was wie United, ne? So eigentlich. Und deshalb auch die ganzen Leute, kann man sagen, wie viele Mitglieder es schon zur Anfangszeit gab? Zur Anfangszeit, also als wir den ersten Tag unterwegs waren, würde ich sagen, waren wir knapp 10 oder so. Mhm. Ne? Also ich weiß noch, Bastard war mit dabei, Nima war noch sehr jung, also war noch irgendwie war der jüngste von allen gewesen. Und ich habe meine Tempelhof-Jungs mitgenommen, Smut und ein paar also von meinen Albaner-Freunde und von CNF. Money Mark und Kisho und so. Also so der Teil von CNF, der eigentlich aus meiner Ecke damals kam, wir sind dann alle sozusagen BC geworden. Und es war ja schon ziemlich schnell eine große Nummer halt auch und sehr bekannt auch in Berlin und auch Bastard hat, glaube ich, erzählt, wie er, also was die Mutproben anging, irgendwelche krassen Bombings an riskanten Stellen und so weiter. Wie war das überhaupt? Wie schwer war es, Mitglied zu werden? Was musste man machen? Nach was für Kriterien wurde Ehrlich gesagt, ausgesucht? Also ich glaube, die Kriterien waren sehr willkürlich gewählt. Ne? Also wir haben uns wirklich dann überlegt, wen wollen wir auf jeden Fall drin haben und wen nicht. Und bei manche Leute mussten sich halt krass beweisen, so, wo wir gesagt haben, so ey komm, schauen wir mal, wie krass loyal ist diese Person der Crew gegenüber. Würde der es jetzt machen? Wäre er bereit, irgendwie zu sagen, ey, ich muss jetzt erstmal einen Monat lang BC-Bombings machen und danach entscheiden wir erst, ob du mit dabei bist oder nicht? Oder fängt er dann irgendwie an, dann seine eigenen Sachen da wieder zu bomben und so? Oder aber also sind ja auch sehr viele Street-Atzen mit dabei gewesen, die einfach auf einmal in der Crew waren, so weil sie halt einfach krass waren. Ja. So, weißt du, wo du gesagt hast, okay, gut, alles klar, der steht gerade seinen Mann für uns, bist jetzt BC. So, ja, weißt du? Ja. So ein Ding hatten wir halt auch sehr viel. Aber auch, es war ein bunt gemischter Haufen, ne? Also BC ist es immer noch, ein sehr bunt gemischter Haufen, aber dann ist es sehr schnell ausgeartet. Damals waren wir, glaube ich, zur Hochzeit bestimmt 150 Leute oder so. Also es war, irgendwann war das so, dass du halt gar nicht mehr wusstest, wer ist alles in der Crew drin. So. Mhm. Ja? Und ziemlich schnell auch berüchtigt halt, was Zeitungsartikel und so anging, immer irgendwelche Randalen hier und da, was sind die Dinger oder die besagten Nächte gewesen, die das überregional bekannt gemacht haben? Also eigentlich war jede Nacht sehr ähnlich bei uns gewesen. Wir haben uns halt immer oft abends getroffen und entweder ein riesen Monsterbombing zusammen gemacht. Hier waren 5 Leute, da waren 5 Leute von uns, da ist einer Train mal gegangen. Zum Schluss haben wir uns alle irgendwo getroffen. Wenn am Wochenende eine Party war, waren wir da und Party kaputt. Das war eigentlich so meistens so das Ding. Irgendwann ist das ausgeartet, dass wir das auf die Straße getragen haben. Das heißt, wir haben halt den ganzen Ärger, den wir eigentlich dann irgendwie in Clubs gemacht haben, auf die Straße getragen, haben sehr viel Randale draußen gemacht, also dieses ganze Graffiti-Ding ist dann eher zum Vandalismus ausgeartet und dadurch ist es dann passiert, ne? Also als dann so die ersten Sachen irgendwie wirklich in die Presse gekommen sind, hat das wie so ein Lauffeuer irgendwie gewirkt, so. Also dann ist halt der Name ist einem vorausgeeilt, sage ich mal so, schon vorher auf der Straße, aber dann halt auch überregional in ganz Deutschland und als es dann anfing mit den Tapes, die wir gemacht haben und so, dann hat sich das halt nochmal weiter übertragen auf die anderen Städte, weil wir halt dann mit einem Riesenmob irgendwie in andere Städte nochmal gefahren sind und so. Was wir ja schon vorher auf den Jams, auf den Hip-Hop-Jams gemacht haben früher. Na, es wurde ja halt so ein eigener Lifestyle halt auch, ne? So, und dadurch, dass es so, glaube ich, repräsentativ war, ne? Durch die Verbindung zum Norden, so bis zum Süden hin, ne? So, es war, wie du gerade gesagt hast, so ein gemischter Haufen dann halt, ne? Und ich glaube, es gab auch eine Menge so
die sich auch damit einfach nur geschmückt haben, die gar nicht mehr so, glaube ich, im Kern dabei waren. Ich meine, gab es Leute, die du gar nicht kanntest, die sich mit BC geschmückt haben? Definitiv, natürlich, deswegen. Klar, logisch. Wie also, kam das dann bei dir an halt? Ja, das war merkwürdig, ne? Also es war befremdlich. So am Anfang war das noch ganz cool gewesen, weil du gesagt hast, okay, die holen ihre Leute dazu. Das war der Plan gewesen. Ja. Also der Plan am Anfang war, wir werden die größte Crew von Berlin und die holen die rein und die holen die rein. Ich glaube, bei CMD war das relativ ähnlich gewesen. Da waren dann auch oft Leute, die sich gar nicht richtig gut kannten. Aber bei uns ist das halt wirklich durch den Ruf, den wir hatten, explodiert. So, weil halt manche Leute einfach dann unter diesem Namen Ärger gemacht haben. Ja. Also die haben halt einfach diesen Ruf genutzt, um sich da irgendwie zu profilieren. Und dann standst du halt irgendwie in irgendeinem Gefecht, womit du gar nichts zu tun hattest. Ja. So, weißt du so? Und dachte so, ey, jetzt haben wir hier den Ärger am Laufen. Und wir hatten teilweise Konfrontationen auch mit Graffiti-Crews oder mit Leuten, die ich eigentlich gemocht habe. Ja. Ne? Also das heißt, jemand anders, der etwas entfernter war, zu dem du vielleicht nicht mal einen direkten Kontakt hattest, hat in eurem Namen vielleicht Mist gebaut und dann gab es Leute, die sich an euch rächen wollten? Ja, kann man so sagen. Rächen wollten sie sich nicht, aber da musstest du schon dann immer aufpassen und manchmal wusstest du gar nicht, warum jetzt gerade der Ärger ist. Okay. Es war schwer zurückzuverfolgen. Genau. Und wie lange hat es gedauert, bis die nächste Generation dann rankam? Denn TMR war ja eigentlich direkt aus BC entstanden und dazu gehörten dann so Tony D, Basultan Hengst, so die Richtung? TMR entstand eigentlich, ich glaube Boogie hat TMR erfunden oder Boogie und Dice, Osama. Die haben das, glaube ich, erfunden. Okay, wann kam denn Boogie dazu? MC Boogie kam relativ früh am Anfang dazu. Genau. Also Boogie und ich, wir waren ja früher Feinde. Oh ja, das weiß ich gar nicht. Ich dachte, du warst dein erster Produzent. Nee, ja, auch. Ganz am Anfang. Okay. Also was ist passiert, bevor du ihn produziert hast? Das geht jetzt wieder ganz zurück. Das geht wieder so in Mitte der 90er zurück. Okay, was war da? Wir waren ORX, Overtex, hatte auch eine Abkürzung als Graffiti Crew. Yeah. Das war ORX gewesen und die waren JD, Jedis. Okay. Und irgendwie gab es immer, das war kein wirklicher Krieg so, weil das waren eher so Sticheleien gewesen. Ne? Also auf welcher Art? An der Wand? Hörensagen? Ja, mehr oder weniger sowas. Also so ein bisschen, ja, so in die Richtung. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Habt ihr gecrossed gegenseitig irgendwie in die Richtung? Kann sein. Ich glaube, wir haben sogar ein, zwei Mal gecrossed und dadurch ist das irgendwie passiert. Irgendwie ein ausgeblichenes Piece gecrossed und dann kam der Ärger. Und irgendwie war die Grenze zwischen Langwitz und Tempelhof war Attila-Straße. Und dort ist man sich dann halt manchmal auch über den Weg gelaufen und hat sich ein bisschen dumme Sprüche an den Kopf gehauen oder so. Okay. Und damals, also JD waren Rust, Boogie, Daddy Seven, Fuck It, Dynamic, Dice. So. Also es war eine harte Gang. Ja. Also die waren echt krass. Und wir waren halt nicht viele, wir waren 3-4 Leute oder so. Und auf jeden Fall hatten wir halt immer diese komische Konfrontation miteinander gehabt und irgendwie immer diesen Ärger. Und dann eines Tages gehe ich zur Abendschule. Also ich habe mich bei der Abendschule angemeldet, weil ich irgendwie dachte, ja gut, vielleicht sollte ich jetzt doch mal ein bisschen was anderes aus meinem Leben machen für die Zukunft. Und dann sitzt auf einmal Boogie. In der Abendschule? MC Boogie in der Abendschule, in derselben Klasse. Und wir gucken uns an. So, okay, so ist es jetzt. Okay. Ne? Und dann haben wir uns auch gleich nebeneinander gesetzt. So, und ach so, weil ihr die bekannten Gesichter halt dann bekannten macht. Gesichter haben uns dann so, wir müssen jetzt ein Jahr lang hier miteinander in dieser Klasse hocken. Okay. So, weißt du? Und es war halt Abendschule jeden Abend. Und dann habt ihr entdeckt, dass ihr eventuell mehr Gemeinsamkeiten habt? Wir haben uns dann da hingesetzt, haben da gechillt und relativ schnell, ich glaube am ersten oder am zweiten oder am dritten Abend gab es auch schon irgendeinen Ärger, den Boogie hatte mit irgendjemandem. Ich glaube, es ging um ein Mädchen oder so. Und dann kam irgendeine Truppe an vor die Schule, wie es so damals war, hat sich dann vor die Schule gestellt und irgendwie mit einem Zeitungspapier, wo du schon weißt, der ist jetzt nicht zum Zeitungslesen da. Mhm. Ne? Also der hat jetzt keine Zeitung in der Hand. Und das war, glaube ich, das erste Mal irgendwie, dass Boogie und ich da irgendwie Seite an Seite standen in so einer Situation. Und daraus ist dann halt echt eine lebenslange Freundschaft entstanden. Okay, das heißt, es war eigentlich sein Beef und du hast ihn im Rücken gestärkt. Also du hättest dich ja quasi raushalten können, weil du hattest ja bis dato gar nicht das beste Verhältnis. Nee, ich hätte auch einfach gehen können, aber es war in der Situation, wäre das eine scheiß Arschloch-Aktion gewesen, zu sagen, so du, schön, dass wir uns kennengelernt haben, ich geh jetzt so, ne? Sondern das war so, ich bin jetzt der Einzige, der irgendwie hier ihm beiseite stehen kann. Es kam dann noch ein Dritter irgendwie dazu, ich weiß gar nicht, woher der kam, der dann irgendwie das Ganze irgendwie nochmal gelöst hat.
Es hätte auch böse ausgehen können, okay. Aber es war so das erste Mal, dass er gemerkt hat, okay, krass, also da ist jemand, auf den kann ich zählen, so, obwohl ich ihn nicht mal richtig kenne. Ja. Ja. Okay, krass, ja, das spricht dann für deine Charaktereigenschaft halt, ne, was auch ich von anderen Ecken schon öfter gehört habe. Und jetzt in dem Sinne hat sich das wirklich zu einer lebenslangen Freundschaft entwickelt. Danach gab es also nicht mehr nochmal einen Bruch. Danach gab es keinen Bruch mehr. Dann hast du gesagt, dich produziere ich, oder wie kamst du darauf? Ja, das war dann später. Okay. Also wie gesagt, wir waren dann halt BC und haben halt unser Ding gemacht so. Mhm. Und ich habe halt auch schon gemerkt, ne, also Boogie stand immer irgendwie mit einem Bein im Knast. Wie wir alle eigentlich so. Aber ich habe immer dieses Kreative noch gesehen. Ich habe immer gedacht, ich so, ey, wir machen hier Kunst. So.